Kunst hat immer nur interessiert, nicht was der Mensch vermeintlich glaubt, in der Welt zu bewirken und was seine Geschichte sei, seine Mächte, seine Auswirkungen, sondern dasjenige, was mit ihm geschieht, was verortbare Mächte, Strukturen, abstrakte Formen, Formgestaltungen, Proton, Pseudos mit ihm anzustellen pflegen für andersabartige Zwecke, ohne dass er den Deut einer Ahnung hat, was mit ihm da angestellt wird. Und offenbar ist das Foucault ähnlich. Wir gratulieren aber auch Merleau-Ponty, denn auch von ihm haben wir viel gelernt und das ist keine Kontradiktion zwischen beiden Denkern nach unserer Ansicht. Sinon un mauvais rêve, sinon un cauchemar, du moins une figure très particulière, très déterminée, historiquement située à l'intérieur de notre culture. Vous voulez dire que c'est une invention? C'est une invention que l'homme. Das ist auch unsere Vorstellung, nicht des absurden Menschen, nicht des dummen Menschen, sondern jenes Phänomen Mensch, das wird sich wirklich sehr witzig, sehr merkwürdig, sehr weird, sehr unvorstellbar in seiner Doppelundeutigkeit des Nicht-Selbstverstehens, ist in seiner tragikomischen Gestalt eines Nichtswissens, was er nicht mal mehr weiß, dass er mal wusste, aber nun nicht mehr mal weiß, dass er es nicht weiß. Nicht die Kategorie Mensch steht im Mittelpunkt des Wissens und der Reflexion, sondern Systeme und Strukturen. System, die Struktur. In diesem Sinn war Foucault ein strukturalistischer und antihumanistischer Denker. Die Strukturen, die Mächte, das Proton Pseudos, und das ist es, was es zu erforschen gilt, die in ihren Absichten, in ihren Teleologien etwas bewirken mit uns, aus dem wir zurückschließen können, was dieses mit uns anstellen möchte, aber es ihm offenbar auch nicht gelingt.